Hallo, heute zeigen wir euch, wie ihr die häufigsten Knackgeräusche an eurem Rad identifizieren und beseitigen könnt. Erstmal müsst ihr das Bauteil identifizieren. Der Schall eines Knackgeräuschs wird besonders bei leichten, großvolumigen Bauteilen wie Carbonrahmen von einem Teil zum anderen übertragen, sodass es eventuell schwer ist zu ermitteln, was und wo es bei euch am Rad knackt. Versucht durch gezielte Belastungstests herauszufinden, was die Geräusche verursacht. Fahrt ihr im Wiegetritt Probe und es knackt, wird es nicht vom Sattel kommen. Wenn es knackt, wenn ihr die Füße nicht auf den Pedalen habt und hin und her wackelt, werden es nicht Pedale, Kurbel oder Innenlager sein. Manche Dinge werden dann schnell klar. Bei komplizierteren Fällen kann es hilfreich sein, zum Beispiel so lange Teile vom Rad abzubauen, bis das Geräusch verschwunden ist. Zum Beispiel Flaschenhalter und deren Schrauben. Oder Teile austauschen gegen welche, bei denen sichergestellt ist, dass sie nicht knacken. Die häufigsten Gründe für ein Knackgeräusch sind zu wenig Drehmoment, Dreck, mangelnde Maßhaltigkeit und Beschädigung. Nachdem ihr die Quelle ausgemacht habt, soll das Geräusch natürlich weg. Hier möchten wir auf die häufigsten und einfachsten Gründe eingehen, nämlich zu wenig Drehmoment und Dreck zwischen den Bauteilen. Gefühlte 80% aller Knackgeräusche am Rad kommen vom Innenlager. Da ihr hier mit viel Kraft arbeiten müsst, kann es geschickter sein, euer Rad so im Montageständer zu montieren, dass es mit beiden Rädern am Boden steht. Auf die Weise müsst ihr euch zwar bücken, aber der Ständer samt Rad kippt euch beim Arbeiten nicht um. Dass die Lagerschalen gerade beim immer noch gebräuchlichen BSA-Gehäuse vom Hersteller bei der Montage trocken oder mit zu wenig Fett oder schlicht nicht mit dem nötigen Drehmoment eingebaut wurden, ist leider sehr wahrscheinlich. Also muss die Kurbel raus. Da es viele unterschiedliche Systeme gibt, müsst ihr das je nach Hersteller auch verschieden machen. Wir nehmen hier als Beispiel die weit verbreitete Shimano Holotech 2 Variante. Zuerst Klemmschrauben an der linken Kurbel öffnen mit einem 5mm Imbus. Kurbelschraube mit Shimano TLFC16 oder ähnliches, wie vorhin gezeigt, entfernen. Plastikschirm hochklappen, da sich hier noch eine Sicherung gegen das Abfallen der Kurbel befindet. Dann Kurbel abziehen. Dann rechte Kurbel aus dem Innenlager ziehen. Gegebenenfalls müsst ihr mit einem Gummihammer sanft nachhelfen. Jetzt seht ihr die Lagerschalen. Wenn ihr schon mal soweit seid, würde ich sie auf jeden Fall kurz ausbauen. Wenn ihr jetzt das Tretlagergehäuse reinigt, könnt ihr auch schauen, ob der Rahmen entsprechend vorbereitet wurde vom Hersteller. Lacknasen oder Späne am Innenlagergehäuse sollten eigentlich der Vergangenheit angehören, kommen aber immer mal wieder vor. Danach Gewinde und Kontaktflächen wieder fetten. Danach alles andere reinigen und fetten. Ebenso wie die Welle der Kurbel. Beachtet, dass ein BSA-Lager links ein Rechtsgewinde und rechts ein Linksgewinde hat. Es geht also nach vorne raus und nach hinten rein. Dann wieder mit entsprechendem Drehmoment 35 bis 50 Newtonmeter anziehen. Ihr braucht dafür einen Shimano TLFC 33 Schlüssel oder ähnliches. Dann rechte Kurbel wieder von rechts einschieben und die linke Kurbel wieder aufdrehen. Schön auf die 180 Grad Stellung achten, sonst wird das Treten unrund. Die Kurbelschraube wieder einschrauben und nur handfest anziehen. Schirm wieder reindrücken und dann die Klemmschrauben wieder mit korrektem Drehmoment anziehen. Das sind 12 bis 14 Newtonmeter. Dann widmen wir uns noch den Pedalen. Dass Pedale an sich im Neuzustand knacken, ist äußerst unwahrscheinlich. Deshalb gehen wir auch hier nur auf die korrekte Montage ein. Pedale am Fahrrad haben je ein Links- und ein Rechtsgewinde. Dankenswerterweise analog zur Seite, auf der sie montiert werden. Also Links-Linksgewinde und Rechts-Rechtsgewinde. Wer sich Righty-Tighty, Lefty-Loosey nicht merken kann, die Pedale werden nach hinten demontiert und nach vorne eingeschraubt. Bei den Pedalen, die ihr montiert, achtet darauf, dass das Gewinde sauber ist, sonst mit einem Tuch und Reiniger vom Dreck befreien. Pedalachsen sind aus Stahl oder Titan. Da kann man auch mal mit härteren Reinigern rangehen oder auch mal mit der Drahtbürste, falls nötig. Wenn sie sauber sind, mit geeignetem Trennmittel behandeln, damit die Pedale nicht festbacken, wenn sie länger am Rad sind. Also im Zweifelsfall ausreichend Fett, bei Titanachsen gegebenenfalls Montagepaste oder Kupferpaste verwenden. Auf das Thema Kontaktkorrosion, Kaltverschweißung gehen wir jetzt hier nicht explizit ein, das würde den Rahmen des Videos sprengen.
Bitte verwendet die Unterlegscheiben, die bei den meisten Pedalen beiliegen, auch. Bei einfachen Pedalen ohne runde Auflagefläche der Achse an der Kurbel bitte auch die U-Scheiben montieren. Die Kanten der Pedalachsen können die Oberfläche der Kurbel beschädigen. Es kann zu Korrosion und langfristig durch Bruch der Kurbel kommen. Danach Pedale locker von Hand einschrauben. Geht das schwer, ist das Pedal gegebenenfalls verkantet, das Gewinde ist nicht in Ordnung oder ihr habt halt doch versucht, die falsche Seite einzuschrauben. Jetzt mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen. Das sind bei den meisten Herstellern 30 bis 35 Newtonmeter. Benutzen könnt ihr einen Drehmomentschlüssel und einen passenden Steckschlüsselaufsatz mit 6 oder 8 mm, wenn die Pedalachse das zulässt, oder wenn es nur eine Aufnahme für einen Gabelschlüssel gibt, mit einem Pedalschlüssel. Habt ihr die Vorbau-Lenkerklemmung als Geräuschquelle identifiziert, zieht erstmal mit dem Drehmomentschlüssel alle Schrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment, meist 5 Newtonmeter, an. Wenn das einfache Anziehen nicht geholfen hat, zerlegt die Teile, reinigt alles und nehmt auch die geeigneten Trennmittel für die Klemmflächen und Schrauben. Auch bei der Kombination aus Aluminiumlenker und Aluminiumvorbau oder am Gabelschaft empfehlen wir Carbon-Montage-Paste, da diese die Reibung erhöht, statt sie zu verringern, wie es bei Fett zum Beispiel der Fall wäre. An diesen Bauteilen habt ihr recht viel Hebelkraft, so verhindert ihr ein unbeabsichtigtes Verdrehen der Teile zueinander im Fahrbetrieb. Sobald eines der Teile aus Carbon ist, ist Carbon-Montage-Paste Pflicht. Hier hat Fett oder Anti-Seize nichts verloren. Mit diesen Maßnahmen solltet ihr 95% aller Geräusche eliminiert haben. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video helfen und würden uns über einen Daumen freuen. Viel Spaß beim geräuschlosen Dahingleiten mit eurem Bike.